Jetzt bei der Vienna Motor Show 2018. Der Kurt Remmel, Marketingverantwortlicher vom Team Engstler und für die Entwicklung vom TCR, vor allem für die Weltentwicklung, für VW auch sehr stark im Einsatz. Erzähl mal, was ist so deine Tätigkeit genau? Ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich vor 20 Jahren von Österreich nach Deutschland gekommen bin, aufgrund meiner Liebe zum Motorsport und dort mein Hobby zum Beruf machen konnte. Und habe gemeinsam mit Franz Engstler die Engstler Motorsport GmbH sukzessive alle Jahre aufgebaut, bis hin jetzt, dass wir nach 2014 als unser damaliger Partner das Kundensportprogramm im Tourenwagensport eingestellt hat, aus der Weltmeisterschaft leider ausscheiden mussten und waren eigentlich von 2014 in die Entwicklung und in die Philosophie der TCR mit eingebunden, weil wir einfach über 8 Jahre lang ein enges Verhältnis mit dem Marcello Lotti, der damals Promoter der WTCC war, gehabt haben und haben halt die Problematik, die damals im Tourenwagensport war, dass eigentlich jede nationale Serie gekrankt hat, weil es keine Fahrzeuge gegeben hat, weil die Fahrzeuge im Unterhalt fast unbezahlbar geworden sind, weil die Ersatzteilversorgung nicht mehr gerechtfertigt war. So sind die Tourenwagen-Starterfelder immer mehr in den Keller gegangen und da haben wir gesagt, oh, da müssen wir uns irgendwas überlegen. Und so wurde dann 2014 die Philosophie TCR geboren und sukzessive über das Jahr bis 2015 weiter betrieben und umgesetzt. Und das Ergebnis, was wir heute haben, auf das können wir alle miteinander stolz sein, dass wir inzwischen 12 Hersteller haben, die TCR-Fahrzeuge homologieren, die eine Ersatzteilversorgung an der Rennstrecke garantieren und die ein Auto für den Kundensport anbieten, das in der Größenordnung um 100.000 Euro liegt, was sicherlich sehr viel Geld ist, aber was im Vergleich zu den ehemaligen WTCC-Autos noch immer ein Schnäppchen darstellt. Und das Team hat den Vorteil, dass sie nicht sündteure Ersatzteile in den Truck legen müssen, sondern dass die Hersteller eine Ersatzteilversorgung an der Rennstrecke gewährleisten, was jedes Teambudget einfach entlastet. Ja. Das ist natürlich eine sehr positive Entwicklung. Nicht überall im Motorsport, wir haben gestern schon ein längeres Gespräch geführt, nicht überall im Motorsport geht es in diese Richtungen unterwegs. Wir haben, kannst du sagen, eine 2-3-Klassengesellschaft. Und WeRaceTV interessiert sich natürlich auch ganz stark für einen Motorsport-Nachwuchs. Ist auch ein Riesenthema, ja. Sag jetzt einmal, Neverending Story. Wie schätzt du die Entwicklung in die Zukunft sozusagen für einen jungen Motorsportler ein? Wie können sie einen Weg gehen, der was wirtschaftlich auf der einen Seite vertretbar ist, aber auf der anderen Seite auch irgendwo Karriere oder im weitesten Sinne Profi? Tum sozusagen ermöglicht. Ich glaube, für die Jungen ist es einfach wichtig, wenn sie aus dem Kartsport entwachsen sind, dass sie sich wirklich überlegen, wo geht die Reise hin. Bleibe ich im Formelsport, wo ich dann normal den Weg von einer Formel 4 als Einstiegsserie, die inzwischen auch schon sehr hohe Budgets verlangt, über Formel 3, GP2, Formel 2, Formel 3, wo auch immer in die Richtung Formel 1 geht, was natürlich vom finanziellen Aufwand, speziell für einen Jungen, der vielleicht noch nicht die Möglichkeit hat, auf Sponsorship von der Industrie zurückzugreifen, ein wahnsinnig schwieriger finanzieller Aufwand wird. Und was noch dazu kommt, ein Jahr ist so schnell um und bist du heute so unter Druck, dass du auch sofort Ergebnisse abliefern musst. Ja. Da ist für mich, sage ich mal, der Formelsport, wenn ich nicht einen Gönner oder einen Sponsor hinter mir habe für einen Jungen, ein ganz schwieriger Weg. Und man sieht ja über die Jahre, wie schwierig es ist, für gute Talente wirklich den Sprung im professionellen Motorsport in der Formelserie zu finden. Und die Alternative ist dann, dass man sagt, okay, man nimmt einen Tourenwagen, da hast du erstens einmal die Möglichkeit, auch mit gesetzterem Alter noch vielleicht ein Werksengagement oder irgendwas in diese Richtung zu bekommen. Und da ist natürlich die Basis, dass ich sage, ich brauche eine Einstiegsserie mit Chancengleichheit, mit bezahlbaren Budgets. Und da muss ich sagen, da bietet sich natürlich die TCR an. Unsere Fahrzeuge verfügen alle über einen 2-Liter-Motor mit Turboaufladung. Die haben 350 PS. Das ist schon mal eine richtige Leistung, die dort zur Verfügung steht. Und vom ganzen Konzept her ist es noch halbwegs finanzierbar. Ja.
Und ich glaube, dass man da den richtigen Schritt gemacht hat. Wir selbst oder die Engstler Motorsport GmbH mit einem Franz Engstler als Firmeninhaber ist natürlich prädestiniert, seine Erfahrung an Junge weiterzugeben. Momentan haben wir selber ein Haus, den Luca Engstler, der ist jetzt 17 und war 2 Jahre in der Formel 4. Da konnte man aber einfach den Bunker eine realistische Chance geben. Ich muss dazu sagen, dass natürlich auch der Formelsport für uns nicht in unseren Genen liegt. Wir sind einfach ein Tourenwagen-Team und haben da sehr gute Erfolge und Erfahrungen über die Jahre uns angeeignet. Und jetzt haben wir eben den Luca die Möglichkeit geben können, nachdem er 16 war und eine Lizenz für einen Tourenwagen bekommen hat, dass man da auch in das Tourenwagenprogramm mit einbezieht. Der Franz bringt seine ganze Erfahrung von 35 Jahren Rennsport ein in das ganze Projekt und das ist sehr erfolgreich. Ich muss dazu sagen, wir haben in Deutschland in der Serie jetzt 2 Jahre hintereinander die Juniorwertung, diese Rookie-Wertung gewonnen. Wir waren jetzt über den Winter mit dem Luca in der Middle East-Serie, konnten dort mit Luca die Fahrer und auch im Team die Teamwertung gewinnen und gehen jetzt in 2 Wochen in die ersten Tests zur DCR Germany. Und muss sagen, haben da jetzt sehr junge Fahrer. Unter anderem haben wir jetzt auch einen Vertrag mit dem Niko Kankkonen, das ist der Sohn vom Juha Kankkonen, der ist immerhin 4-maliger Rallye-Weltmeister, der auch auf unsere Erfahrung und auf unsere Qualität im Team vertraut. Wie groß ist die Engstler-Mannschaft mittlerweile? Die wächst ja auch ständig an, nehme ich an. Ja gut, wenn ich es jetzt von der Infrastruktur her nehme, wir haben in etwa 10 Rennautos für die DCR. Wir sind da weltweit tätig. Wir fahren mit 3 Renntrucks in Deutschland auf die Rennstrecken. Ich habe ein Projekt in Asien, wo wir 3 Fahrzeuge einsetzen, wo wir auch unter anderem mit Sepang International Circuit ein Juniorprogramm über die nächsten 3 Jahre für asiatische, sprich malaysische Fahrer umsetzen. Wenn ich es jetzt von der Personalstruktur hernehme, wir haben in etwa 26 Festangestellte und wenn ich am Rennwochenende bin, in den einzelnen Serien, haben wir weltweit Mechaniker als Freelancer. Ja, und um den Daumen sind wir an die 40 Leute. Ja, da geht schon richtig was weiter. Bist natürlich auch dementsprechend sehr viel unterwegs in der Welt und kommst hin und wieder in deine alte Heimat nach Österreich. Ja. Die DCR ist heuer auch wieder am Red Bull Ring zu Gast. Ja. Wo wir uns auch schon wieder freuen, was da für ein Programm wieder läuft. Ja, der CGT Masters, glaube ich, im Rahmenprogramm ist die DCR. Kommst gern wieder in die alte Heimat zurück, hin und wieder? Ja, auf jeden Fall. Und mir hat auch das gefreut, die Einladung, die ich da bekommen habe für die Wiener Motorshow. Ich habe wirklich über 20 Jahre jetzt da fast den Kontakt verloren, aber man kennt sie und ich war früher selber in den Ende der 80er Jahren oder in den 80er Jahren aktiv im Rennsport tätig. Man trifft so viele alte Bekannte und das ist einfach schön und ich bin nach wie vor im Herzen Österreicher und speziell, wenn wir am Red Bull Ring fahren, das ist eigentlich meine Heimat, ich komme aus der Obersteiermark, ja. Und da muss ich sagen, das ist einfach toll, wenn du heute siehst, wie sich der Red Bull Ring oder der Österreich Ring entwickelt hat, ja. Was da mit einem Engagement von einem Martin Schitz möglich war, an Qualität und Know-how dorthin zu bringen, muss ich sagen, da bin ich stolz drauf und das ist absolut toll und ich komme jedes Mal gerne in die Steiermark. Okay, in diesem Sinne, wir sehen uns in ein paar Monaten in der Obersteiermark. Kurt, vielen Dank, alles Gute weiterhin. Ja, danke, ich freue mich schon drauf. Danke, viel Spaß noch weiterhin. Danke, Kurt. Prost.